Kurz zu mir, mein Name ist Tobi, ich bin 24 Jahre alt und Malermeister. Und ich stand genau wie ihr auch vor der Herausforderung, einen passenden Ausbildungsberuf für mich zu finden. Letztendlich habe ich mich für den Ausbildungsberuf des Maler und Lackierers entschieden, da meine Eltern auch einen Betrieb zu Hause haben. Allgemein gibt es aber in vielen Handwerksberufen richtig coole Weiterbildungsmöglichkeiten, indem man den Meister oder zum Beispiel den Techniker machen kann. Außerdem fand ich den Aspekt cool, dass man wirklich vom ersten Tag an ein Ausbildungsgehalt bekommt und so viel flexibler auch in seiner Freizeitgestaltung ist und sich vom ersten Lohn auch wirklich was leisten kann. Ich zeige dir heute einige Möglichkeiten, wie du deinen richtigen Ausbildungsberuf online finden kannst. Doch bevor wir starten, möchte ich dir noch kurz erklären, was eine duale Ausbildung überhaupt ist und welche Vorteile es mit sich bringt. Das System wird als dual bezeichnet, weil die Ausbildung an zwei Lernorten stattfindet, im Ausbildungsbetrieb und in der Berufsschule. Die Berufsausbildung hat zum Ziel, die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen für die Ausübung einer qualifizierten Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt zu vermitteln. Die duale Ausbildung hat einen besonderen Vorteil im Gegensatz zum Studium oder zu einer rein schulischen Ausbildung. Hier wird dein Einsatz im Ausbildungsbetrieb vom ersten Tag an vergütet. Du erhältst eine kombinierte Wissensvermittlung durch Berufsschule und Betrieb und hast sogar noch gute Übernahmechancen. Außerdem siehst du am Ende des Tages, was du geschafft hast, und hast immer wieder neue Herausforderungen. Doch welche Möglichkeiten gibt es jetzt für dich, einen passenden Ausbildungsberuf ganz bequem von zu Hause zu finden? Die Handwerkskammer bietet dir eine coole Möglichkeit, Berufe spielerisch zu entdecken, auf der Webseite www.macher-gesucht.de. Zum Beispiel gibt es den Berufechecker. Da kannst du anhand von 5 einfachen Fragen Berufe entdecken und dir wird direkt ein passender Ausbildungsberuf vorgeschlagen. Das Motto des Berufecheckers ist 5 Fragen bis zum Traumberuf. Du kannst ganz einfach die Regler entsprechend deiner Vorlieben einstellen und du bekommst passende Berufe vorgeschlagen. Natürlich kannst du anhand von 5 Fragen nicht deinen Traumberuf finden, aber probier es doch einfach mal aus. Wir gehen das Ganze mal zusammen durch. Indoor oder Outdoor würde ich bei mir jetzt ein Mittelmaß suchen. Wir können ja mal probieren, ob er den Maler und Lackierer herausfindet. Technisch oder künstlerisch könnte man auch eher das Mittelmaß nehmen, aber wir gehen jetzt erstmal in die künstlerische Richtung. Multiplayer oder Singleplayer? Naja, man hat bei Maler und Lackierer sowohl Baustellen, auf denen man allein ist, aber auch im Team arbeitet. Deswegen würde ich da auch eher erstmal die Mitte auswählen. Federleicht oder tonnenschwer? Eigentlich bei Maler und Lackierer auch total unterschiedlich. Du hast leichte Arbeiten, du hast aber auch mal schwerere Arbeiten, wo man einen Farbeimer rumtragen muss. Und mit Kunden und mit Maschinen, da können wir ganz klar eher zu den Kunden tendieren, weil wir arbeiten ja auf der Baustelle, arbeiten mit Menschen, sind mit Menschen in Kontakt und haben dadurch quasi eher den Kontakt zum Kunden. Und passt ja schon fast. Stuckateur ist auch, kann man weitestgehend sagen, ähnlich wie der Maler und Lackierer von den Aufgaben. Bauzeichner, Bestattungsfachkraft, Fotograf, Steinmetz und Steinbildhauer. Da können wir uns jetzt einfach einen Beruf aussuchen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Bauzeichner, klicken auf den Beruf und kommen dann zur Beruf-Info-Seite. Hier können wir uns komplett über den Beruf informieren. Du bekommst aufgezeigt, welche Aufgaben im Beruf auf dich warten und bekommst unten noch Infos zur Ausbildung über die Dauer, über die Schwerpunkte und allgemeine Informationen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit über das Berufe-Wiki. Hier werden die verschiedenen Ausbildungsberufe von A bis Z sortiert vorgeschlagen. In unserem Fall probieren wir es jetzt wieder mit dem Maler und Lackierer, gehen auf M im Alphabet und bekommen hier alle Ausbildungsberufe, die mit M beginnen, vorgeschlagen und kommen dann auch ganz einfach mit einem Klick wieder auf die jeweilige Infoseite des Berufes. Hier kannst du dann wieder gleich vorgehen und einen Ausbildungsbetrieb in deiner Nähe suchen und dich informieren über den Beruf. Hier kann man zum Beispiel sehen, die Ausbildungsdauer bei Maler und Lackierer beträgt 3 Jahre. Man hat eine Zwischenprüfung und eine Gesellenprüfung. Und die Ausbildung schließt mit Teil 2 der Gesellenprüfung am Ende des Ausbildungsjahres ab. Danach bist du ausgelernt, hast einen Gesellenbrief in der Tasche und verdienst direkt richtiges Geld. Beim Berufe-Wiki gibt es übrigens noch die Möglichkeit, nach Gewerben zu sortieren. Und zwar scrollt man da einfach nach unten und hat hier eine Auswahl an verschiedenen Gewerben. Nehmen wir einfach mal das Lebensmittelgewerbe und dort werden dann verschiedene Berufe vorgeschlagen, die im Lebensmittelgewerbe ihren Platz gefunden haben. Zum Beispiel Bäcker, Brauer, Fleischer, Metzger oder Konditor.
Allgemein war es noch nie so einfach, sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren. Kanntest du diese Vielzahl an Möglichkeiten überhaupt schon, dich über die Ausbildungsberufe zu erkundigen? In der Videobeschreibung findest du alle Links, um auf die verschiedenen Seiten zu kommen, um dich über Ausbildungsberufe zu informieren. Außerdem kommen in naher Zukunft auch noch Videos, in denen wir dir direkte Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe geben. Wenn du das alles nicht verpassen willst, dann folge gerne diesem Kanal und bewerte das Video positiv. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald, euer Tobi. Macht's gut.